Karl Lauterbach musste für seine Haltung in der Corona-Pandemie viel Kritik einstecken. Bei der Bundestagswahl gewann er seinen Wahlkreis aber mit 45,6% der Erststimmen. Focus Online hat den Gesundheitsexperten der SPD in Berlin getroffen. Die Inzidenz in Deutschland sinkt wieder leicht. Wir sind rund bei 60. Auch die Hospitalisierungsrate ist noch niedrig, die Impfquote aber leider auch noch zu niedrig. Was erwartet uns denn in den kommenden Monaten und wie kommen wir am besten durch den Winter? Ich befürchte, dass wir in den nächsten Monaten noch einmal Schwierigkeiten bekommen werden. Wir werden viel mehr uns in Innenräumen aufhalten. Wir werden weniger lüften können. Es wird Erkältungskrankheiten geben. Auch die tragen mit dazu bei, dass sich Corona mehr verbreiten kann, weil Rachenwege, Nasenrachenwege dann entzündet sind und man sich infizieren kann mit normalen Atemwegsviren, aber auch dann noch mit Corona zusätzlich. Also daher rechne ich damit, dass es nochmal eine Welle geben wird. Die vierte Welle hatte ja schon angefangen, ist dann in ein Plateau übergegangen. Wir werden in den nächsten Monaten noch einmal Probleme bekommen. Ich hoffe, dass das aber auch bedeuten wird, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Das also ist meine Hoffnung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir einfach konsequenter auf die 2G-Regel zurückgreifen, denn sie wirkt stark. Letzte Frage. Können Sie verstehen, dass wenn wir auf die 2G-Regel zurückgreifen, dass Nicht-Geimpfte sich gedrängt fühlen und das als Impfpflicht durch die Hintertür beschreiben? Haben Sie da Verständnis dafür? Wenig, muss ich sagen, denn es sind ja die Ungeimpften, die also hier quasi sich selbst, aber auch andere gefährden und mit dazu beitragen, dass wir quasi so langsam aus der Pandemie herauskommen. Von daher sehe ich nicht unmittelbar, weshalb es die Ungeimpften sind, die hier Vorwürfe an den Rest der Gesellschaft vorbringen können.